Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es für mich heute nach München, denn ich wurde zur Premiere von Ostwind 3 eingeladen und ich freue mich schon total, werde auch mit den beiden Hauptdarstellerinnen Hanna und Lea, das sind die echten Namen, ein Interview führen dürfen und freue mich schon total drauf. Ich nehme euch jetzt auf jeden Fall mit und wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Gleich geht das Interview los. Das Erste, was ich gerne von euch wissen möchte, ist, wie war der Dreh von Ostwind für euch? Was gab es so ganz besondere Momente? Klar, dass es bestimmt alles sehr schön war, aber sowas ganz Besonderes? Also ich glaube, generell war es jetzt ganz besonders, weil es der dritte Teil auch erstmal ist. Also Lea ist ja jetzt sozusagen neu in dem Film. Und ich glaube, es war einfach besonders, dass sich das Team schon kannte und irgendwie alles so vertraut ist. Und ich glaube, das hat Lea auch gemerkt, oder? Voll, ja. Es war echt wie so eine Familie. Und ich glaube, besonders war auch so der Drehort an sich einfach, ja. Das in Spanien war, also in Andalusien war halt heftig. Ja. So, und da gab es dann auch so ganz schöne Momente wie in der Quelle. Das war für mich auch so einer der Tage, obwohl ich ein bisschen krank war. Aber das war einfach so, so ganz zauberhafte Orte, die total toll waren. Genau, wir haben halt in Spanien gedreht und hatten nur schöne Drehorte, Und genau, einmal die Quelle zum Beispiel und ja, das war wundervoll. Es war einfach wie aus einem krassen Film, ja. Wir drehen ja, ihr habt den Film gedreht. Ja. Ja, also voll. Wenn ihr Ostwind in drei Worten beschreiben könntet, was wären das für welche? Oh. Jetzt will man es gleich so übertreiben. Also Freiheit würde ich ja, Freiheit auf jeden Fall. Atemberaubend auch, gerade beim dritten Teil jetzt, glaube ich. Und Freundschaft. Ja. Okay. Das sind drei gute Worte, glaube ich. Oder? Ja. Boah, Hanna. Es ist schon schade, dass ich in Berlin wohne, weil ich echt gerne reiten würde. Also gerade nach dem dritten Teil ist mir das nochmal voll bewusst geworden, dass ich das voll, also wirklich richtig gerne mag. Und auch, dass ich jetzt so voll, also mit dem James, der Ostwind, mit dem bin ich diesmal so richtig, also ich habe es richtig gemerkt, diese Verbindung. Also würdest du auch sagen, es hat sich so eine richtige Beziehung zwischen euch aufgebaut. Ja, also jetzt war ich das dritte Mal und es geht jetzt über 5 Jahre. Ich war 13, als ich den ersten Film gedreht habe und jetzt bin ich 18. Das ist schon irgendwie heftig, wenn man sich das mal, und das merkt man halt jetzt auch. Deshalb ist schon schade, dass ich nicht reiten kann, aber ich wohne halt inmitten von Berlin, das ist echt schwierig. Aber wir haben schon gesagt, wir müssen schon verabreden zum Reiten. Ja. Einfach so in Berlin irgendwo außerhalb ein bisschen dann. Ich komme ja vom Land, so ein bisschen auch aus so einer Reitermädchen-Clique. Ich bin auch mal viel geritten und so früher. Und ich habe den ersten Teil eben auch im Kino gesehen. Und das war, waren dann so voll verzaubert eben von diesem Freiheitsgefühl und so. Und den zweiten habe ich dann auch geschaut. Und deswegen ist es total lustig, jetzt, dass ich jetzt irgendwie beim dritten dabei bin. Weil ich das auch noch so als Reitermädchen geguckt habe. Ja. Ja. Was würdet ihr jetzt so sagen, was ist eure Lieblingsdisziplin im Reiten? Könnt ihr da irgendwas sagen? Also ich finde Bodenarbeit schon schön. Ja. Also einfach so. Ich bin aber halt auch, ich reite auch total gerne einfach aus, so mit dem Pferd, aber da auch einfach so über die Stoppelfelder pesen und so. Vollgas. Genau, aber gerade Bodenarbeit, um auch so ein Pferd irgendwie näher zu kommen. Ich weiß auch, als ich das Reiten gelernt habe, haben wir auch ich glaube, die ersten 2-3 Stunden nur Bodenarbeit gemacht, damit man erstmal das Pferd kennenlernt und sich nicht einfach raufsetzt und los geht's. Und bei der Bodenarbeit merkst du wirklich, da kriegst du wirklich ein richtiges Gespür fürs Pferd. Mhm. Wir hatten eben einmal diese Quelle und bei der Quelle hatten wir auch die Pferdeherde, die Wildpferde. Mhm. Und das war wirklich sehr beeindruckend. Also da steht man dann schon so da und sagt sich, oh, schön, dass ich das machen darf, auf jeden Fall. Ja. Würdet ihr euch jetzt auch noch einen vierten Teil von Ostwind wünschen? Ja. Ja. Meine letzte Frage an euch, die ihr wahrscheinlich auch immer gestellt bekommt. Warum soll man Ostwind im Kino schauen? Zum Abschluss. Naja, warum soll man Ostwind schauen, wenn man einfach eine Geschichte sehen möchte, die einen mitreißt und die ganz viel Freiheit, ganz viel Freundschaft vermittelt und einfach, wenn man ein schönes, gefühlvolles Kino erleben haben möchte. Hast du dem noch was hinzuzufügen? Also ich würde genau das Gleiche sagen. Mhm. Ich finde halt auch einfach, dass Ostwind ein schöner Kinderfilm ist. Einfach ein Kinderfilm, der einen mitreißt, emotional auf jeden Fall. Aber es ist halt auch nicht nur ein Kinderfilm. Ich sehe das so oft, das gucken so Erwachsene auch den Film. Ja. Und ich glaube, das ist halt ganz krass, dieser Spirit, den Katja einfach diesen Film gibt. Ja. Die Bilder und so ein bisschen diese Momente, die sie einfängt. Mhm. Und ich glaube, das schaut man sich einfach gerne an. Und danach wollen alle reiten.
Ich habe eben ein super, super, super liebes Interview mit Hannah und Lea geführt. Das war echt total cool und die beiden sind super lieb und sympathisch. Und jetzt warte ich, bis es mit der richtigen Premiere am Teppich weitergeht. Und ja, freue mich noch auf den Tag. So, ich stehe jetzt gerade hier am roten Teppich und warte, dass es dann losgeht. Bin ein bisschen früh, aber lieber zu früh als zu spät. Und ja, hier kommen dann die ganzen Darsteller über den roten Teppich und dann schauen wir uns alle gemeinsam auch nochmal den Film an. Wie war es für dich, Ostwind genau vor der Haustür zu drehen, sozusagen? Ja, sehr entspannt. Ich konnte in meinem eigenen Bettchen schlafen. Ja. Nee, war toll. Also es war natürlich komisch, weil wir als Team und so weiter, das war alles in Deutschland und wir haben in Deutschland immer gedreht und dann das alles plötzlich bei dir zu Hause vor der Haustür zu haben, ist natürlich erstmal ein gutes Gefühl. Aber es war dann schon schön. Ja, schön. Wie viele Pferde von dir waren letztendlich beim Film mit dabei? Auch welche von den Wildpferden oder waren von, das alles? Nee, die Wildpferde waren eine separate Herde von Freunden von uns. Okay. Und dann hatte ich noch, Tina James, wir hatten den Typ dabei, Vito Apollo, ja, sieben ungefähr. Okay. Pferde, ja. Okay, stimmt. Wie lange dauert es, bis du so viel Vertrauen aufgebaut hast, dass es so funktioniert, wie es bei euch einfach funktioniert? Ja, natürlich mit den Hauptpferden am meisten. Das hat natürlich lange gedauert. Die Hauptpferde sind dann Attila James, die am meisten in Ostern auch gespielt haben. Die habe ich natürlich schon 6 Jahre. Und die anderen Pferde, die kamen dazu. Die habe ich aber noch nicht so lange. Und mit denen ist auch schon was aufgebaut worden. Okay. Warum man sich Ostwind auf jeden Fall anschauen sollte? Also wenn man ein Gefühl von wirklicher Freiheit, Liebe zu den Tieren und ich glaube in diesem Film ganz viele Gefühle, die hoch und runter gehen, haben möchte und ja, ein freudiges Gefühl haben möchte, sollte man so unbedingt anschauen. Wie war es für dich jetzt ein drittes Mal bei Ostwind mitzumachen? Was ist so das Besondere an Ostwind? Naja, wir sind jetzt langsam echt eine Familie. Also wenn Marvin, Hanna und ich zusammentreffen, wird nur noch rumgewitzelt. Man muss sich nicht mehr aneinander gewöhnen, man ist sofort wieder da. Und das ist natürlich das Tolle daran, dass wir uns das dritte Mal machen. Was war das andere jetzt in Andalusien zu drehen? Was war so das Besondere daran? Das Wetter war Hammer. Wir haben uns nach dem Dreh am Pool getroffen. Das war super. Ja, sehr schön. Was meinst du, warum man sich Ostwind auf jeden Fall anschauen sollte? Weil es ein Pferdefilm mit Gehirn dahinter ist. Also ich mag total gerne dieses Spirituelle, dieses Gefühlvolle, was damit einfließt. Ich finde, ehrlich gesagt, das Kämpfen mit den Pferden macht es einzigartig und es ist toll, dass man es auch findet. Andere Schauspieler waren, nicht wie beim ersten. Und ich fand es auch gut, dass dann Ura ein neues Pferd geboren worden ist. Ja. Ja, sehr schön. Also würdest du Ostwind weiterempfehlen? Ja. Soll man sich den Film angucken? Mhm. Ich bin jetzt wieder von München auf dem Heimweg Richtung Frankfurt, sitze ja schon im Zug, wie man sieht. Und ja, ich fand, es war ein ganz, 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 ganz toller Tag auf der Premiere. Es hat mir super viel Spaß gemacht, das Interview zu führen und auch so eine Premiere nochmal live mitzuerleben. Es waren wieder super viele neue Erfahrungen und ja, den Film fand ich auch ganz, ganz toll. Beim dritten Teil denkt man sich immer so, was kann man noch anderes machen zu den Vorgängern, also zu dem ersten und zweiten Teil. Und der dritte Teil ist einfach noch was ganz anderes als jetzt der erste und zweite und ich fand ihn einfach super schön. Er ist was für die ganze Familie.
allein die ganzen Aufnahmen in dem Film, die Landschaft, die Natur, diese ganzen Szenen, die Szenen mit den Wildpferden, also so unglaublich schöne Bilder. Und ich fand, es gab auch gerade so für mich als Pferdemädchen so viele Szenen, wo ich mir gedacht habe, ha, wie gern wäre ich jetzt an der Stelle, auch gerade so an der Quelle von Ora mit dem Pferd im Wasser schwimmen und so. Das sind einfach so besondere Momente gelebt. Auch die Geschichte im Film war nochmal was anderes als in den ersten beiden Teilen. Man sollte sich den Film auf jeden Fall anschauen. Ich werde ihn bestimmt auch nicht das letzte Mal gesehen haben und werde wahrscheinlich spätestens mit meiner Mama oder so wieder gucken müssen, weil sie die Filme auch so toll findet. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei manchen Szenen muss ich mir vor Freude und vor Trauer manchmal so die Tränen zurückhalten. Also es war wirklich ein rührender Film. So, ich muss jetzt gerade nochmal umsteigen, deshalb bin ich jetzt draußen aus dem Zug. Also ja, nochmal abschließend, ich fand, es war wirklich ein ganz, ganz toller Tag auf der Premiere. Ich habe wieder neue Leute kennengelernt, was ich total cool fand. Den Film fand ich auch wirklich total schön, würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die ganzen Eindrücke von der Premiere. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss!